regierender Bürgermeister, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, es tut echt gut, dass ihr alle hier seid, so spontan und so zahlreich. Dieses Denkmal steht seit gerade mal 3 Monaten, noch nicht mal 3 Monaten, und schon ist ein Anschlag verübt worden. Dieses Denkmal soll die Erinnerung wachhalten, die Erinnerung daran, dass die Lebenswelten von Lesben und Schwulen 1933 radikal zerschlagen wurden. Erinnerung an Razzien, an die Verschärfung des § 175, an zehntausende Strafprozesse gegen schwule Männer. Erinnerung an KZ, an Zuchthaus, an den Rosa Winkel, an Folter, an grauenvollen medizinischen Experimente und an tausendfachen Mord. Und dieses Denkmal wurde angegriffen, wer auch immer die Täter waren. Aus diesem Anschlag spricht blanker Hass. Wer einen Gedenkort für gefolterte und ermordete Menschen angreift, will sie symbolisch nochmal auslöschen. Das ist zutiefst menschenverachtend. Dazu kann ich nur eins sagen. Jede Attacke auf einen Gedenkort für NS-Opfer ist einfach nur widerlich. Wir sind hier, weil wir das nicht achselzuckend oder stillschweigend hinnehmen wollen. Wir sind hier, weil wir sagen Nein zur Homophobie, Nein zu Hass und Nein zur Gewalt. Immerhin, diese feige Attacke hatte keinen besonderen Erfolg. Sie hat das Denkmal letztlich nur für 3 Tage beschädigt. Ab morgen wird bereits angefangen, eine neue Scheibe einzusetzen. Das Denkmal ist in kurzer Zeit wieder funktionsfähig. Mein Dank gilt hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Ganz toll, dass sie so schnell gehandelt haben. Es wäre sicher sehr gut, wenn die Polizei in den nächsten Wochen hier ein scharfes Auge auf dieses Denkmal hätte. Aber wohlgemerkt, wir Initiatoren des Denkmals, also die Initiative der homosexuellen NS-Opfer gedenken und der Lesben- und Schwulenverband, wir wollen nicht, dass dieser Gedenkort ein Hochsicherheitstrakt wird. Gedenken ist auch immer etwas Persönliches, etwas Intimes, und es wäre sehr bedrückend, wenn hier Gedenken unter Videoüberwachung stattfinden müsste. Das wäre sehr schlimm. Das möchten wir nicht. Wir meinen, Öffentlichkeit, gesellschaftliche Wachsamkeit, das ist der beste Schutz auch für diesen Gedenkort. Dann wo ist die Bundesregierung? Wir wollen nicht, die Bundesregierung hat heute eine Presseerklärung abgegeben, wo sie das verdammt und verurteilt, den Anschlag auf dieses Denkmal. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung auch dafür sorgt, dass die Arbeiten an diesem Fenster möglichst schnell und möglichst zügig und mit den besten Materialien und den entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet sind. Wir wollen nicht, dass dieses Denkmal abgeschirmt ist, sondern dass es allgemein bekannt wird. Wir drängen darauf, dass dieser Gedenkort bald auch in den Stadtplänen verzeichnet ist. Das ist er nämlich im Moment noch nicht. Da bin ich doch zu weit zurück. Wir wollen, dass auf den zahlreichen touristischen Wegweisern, die hier in Berlin überall rumstehen, auch ein Hinweis auf den homosexuellen Gedenkort erscheint. Und zwar möglichst bald. Wir wollen maximale Öffentlichkeit für diesen Gedenkort, weil wir wollen uns nicht einschüchtern lassen. Meine Damen und Herren, der Anschlag macht ganz drastisch deutlich, wie notwendig dieses Denkmal ist. Laut Beschluss des Bundestages soll es nämlich auch für die heutige Zeit ein Zeichen setzen gegen Intoleranz und Feindseligkeit gegenüber Lesben und Schwulen. Und nun kann man das sehr genau sehen, wie virulent Intoleranz und Feindseligkeit noch ist. Man muss nur in dieses Fenster schauen. Auch in einer demokratischen Gesellschaft gibt es offenbar Menschen, die es nicht ertragen können, wenn 2 Männer sich küssen. Das erleben Lesben und Schwule auch immer wieder im Alltag. Ein Kuss im öffentlichen Raum kann auch heute noch Gefahr bedeuten, auch in Berlin. Gewalttätern reicht oft der Anblick eines schwulen oder lesbischen Paares, um zuzuschlagen. Ein Drittel der Deutschen, das ist eine Erhebung von 2007, findet es eklig, wenn sich Homosexuelle küssen. Der Kuss in der Stele trifft also voll den Nerv, er trifft voll ins Schwarze. Berlin hat in den letzten Wochen eine schlimme Gewaltserie gegen Schwule und Lesben erlebt.
Das wiederum finde ich äußerst eklig. Es ist dringend notwendig, die gesellschaftlichen Anstrengungen gegen Homosexuellenfeindlichkeit deutlich zu verstärken. In Schule und Jugendarbeit, in der Integrationspolitik, bei der Gewaltprävention. Wir dürfen nicht weghören als Gesellschaft, wenn Gangster-Rapper skandieren, wir verkloppen jede Schwuchtel. Die Gesellschaft darf nicht darüber hinwegschauen, dass auch heutzutage homosexuelle Jugendliche noch ein vierfach höheres Suizidrisiko haben als Heterosexuelle. Auch das hat was mit Homophobie zu tun. Wir brauchen einen nationalen Aktionsplan gegen Homophobie. Wir brauchen Anstrengungen auf allen Ebenen. Antihomosexuelle Gewalt muss auf allen politischen Ebenen ernst genommen werden, auch von der Bundesregierung, auch von Herrn Schäuble. Denn, zum Schluss, denn praktizierte Homophobie schränkt das alltägliche Leben von lesbischen Bürgerinnen und schwulen Bürgern empfindlich ein. Das kann ein demokratisches Gemeinwesen nicht hinnehmen. Ansonsten hätten wir nichts aus der Geschichte begriffen. Dankeschön.